aus dem Studio in Balderschwang begrüße ich jetzt nochmals ganz herzlich Diakon Michael Wielert. Für diejenigen, die vielleicht jetzt erst zugeschaltet haben, nochmals die Information: Vom Saatkorn zum Baum. So heißt der Online-Kongress, den wir mit dem Gottesdienst um 18.30 Uhr heute begonnen haben. Und Sie können uns nicht nur hören, sondern auch sehen. Über den Radio Horeb Livestream in diesen Tagen, aber auch über EWTN, KTV und über den YouTube-Kanal. Also Facebook ist auch eine Möglichkeit zuzuschauen. Also wenn Sie jetzt im Gebet verbunden sind mit uns, dann können Sie auch sehen, wie ich hier im Studio mit Ihnen gemeinsam bete, wenn Sie eine dieser Möglichkeiten haben und nutzen. Aber wir machen nach wie vor Radio und Gott hört deinen Dank. Das steht jetzt bis 21.40 Uhr auf dem Programm. Das heißt, Sie können anrufen und ein Dankgebet sprechen. Dankbar sein, das ist etwas Wichtiges in unserem Leben und dazu werden wir auch heute aufgerufen oder besser gesagt morgen werden wir aufgerufen am Sonntag an Gaudete. Eine meiner Lieblingsbibelstellen kommt da nämlich zur Sprache, wenn wir die zweite Lesung hören aus Philipper 4, Vers 4. Das ist eigentlich auch ganz gut zu merken für einen Notfallkoffer. Wenn man mal in Bedrängnis kommt und denkt, die ganze Welt geht unter, dann kann man Philipper 4, Vers 4 sich in Erinnerung rufen, denn da steht: Freut euch im Herzen zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Die Freude steht über diesen Tagen des Jubiläums von Radio Horeb. Und so geht die Bibelstelle auch weiter. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Mit diesem Dank wollen wir jetzt vor Gott kommen. Sie können anrufen, so wie das üblich ist in der Sendung. Die Telefonnummer lautet 089 517 008 008. Ich wiederhole sie nochmals. 089 517 008 008. Und sollten Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie die 0049 vor, dann die 89 517 008 008. Kommen wir gemeinsam in Dankbarkeit vor Gott. Beginnen wir im Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, wir kommen vor dich als Gemeinschaft, als große Gebetsfamilie hier bei Radio Horeb. Verbunden über das Radio, verbunden auch über das Fernsehen. Wir danken dir. Wir danken für die vergangenen 25 Jahre, die wir jetzt auch ins Wort bringen wollen. Wir danken für alles, was geschehen ist, was möglich war, für alles Gebet, für alles Aufopfern, für jede Spende. Und wir vereinigen uns zu einer großen Gebetsgemeinschaft. Du in unserer Mitte. Du, derjenige, der uns die Herzen öffnet für deine Gegenwart. Amen. Ich darf die erste Hörerin begrüßen, Bettina Taubinger aus Dresden. Gott hört deinen Dank. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Radio Horeb für alle Gnaden, die ich durch Radio Horeb bekommen habe. Ich bin durch Radio Horeb einfach wieder viel tiefer in Glauben gekommen, habe auch sehr viel begreifen dürfen und durfte auch den nächsten Kurs mitmachen. Und wir haben jetzt auch in Dresden eine sehr gute Gruppe. Und am Montag wird unser Bischof 500 Rosenkränze segnen, diese 10er Rosenkränze, wo dann jeder gebeten wird, wenigstens am Tag eingesetzt zu beten, für mehr Glauben in unserem Land. Sehr gut, Frau. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass es so weit kommt. Und ich möchte mich auch noch sehr bedanken beim Pater Paulus für alle Gnaden, die er uns nach Dresden bringt. Und ja, auch für sein Buch, das hervorragend ist, das Josefsbuch. Und ich grüße alle von Radio Horeb, alle Mitarbeiter, alle Ehrenamtlichen. Ich grüße alle Hörer und danke Ihnen, Frau Taubinger. Und jetzt bringen wir das Ganze noch ins Gebet. Haben Sie an ein bestimmtes Gebet gedacht oder möchten Sie eins vorbeten? Einfach Vater und gegrüßet seist du, Maria, Ehre sei dem Vater. Gerne, beginnen Sie. Ja.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ein herzliches Vergelt's Gott fürs gemeinsame Gebet. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten dritten Advent. Ja, ebenso wünsche ich auch allen. Wiederhören. Gott. Wiederhören. Frau Fuchsenberger aus Würzburg, Gott hört deinen Dank. Guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Sibutea. Ich durfte in Gibeo dabei sein. Maria hat geführt. Ich danke Radio Horeb, dass er meinen Weg, dass Maria mich geführt hat. Eine alte Dame, eine Bekannte von uns, hat mich vor mindestens 20 Jahren, als ganz am Anfang, durfte ich das erleben. War seltsam, komisch, was sie alles gehört hat und war toll. Und es war der erste Anfang und ich durfte es in Altötting durch liebe Freunde, durch die Familie Steinbeißer, die auch Radio Horeb Team ist, erleben. Und seit der Zeit sind wir begeisterte Hörer. Und ich danke Maria für die Vorsehung, für alle Menschen, die sie mir an die Seite gestellt hat, unseren Glauben wachsen zu lassen, den meiner Familie, meinem Mann, meiner Tochter. Ja, und deswegen möchte ich Danke sagen, auch für alle, die mit in Kibeo waren, und einfach ein Danklied singen. Danke, Dorothea, erstmal. Danke. Wir sind per Du, weil wir gemeinsam gepilgert sind, du hast es schon gesagt. Und du wolltest ein Lied singen. Ja. Ja, okay, gegrüßet, dann. Gegrüßet seist du, Königin. Gegrüßet seist du, Königin, o Maria. Du hast uns alle an der Hand, o Maria. Freut euch, ihr Cherubim, Lob singt ihr Seraphim, grüßet eure Königin. Salve, salve, salve Regina. Amen. Ein herzliches Amen. Dankeschön. Dorothea, viele Grüße. Auch dir einen gesegneten dritten Advent. Danke für dein Gebet, für dein Mithelfen bei Radio Horeb. Danke. Ja, euch allen auch. Ich bin ja auch beim Team Deutschland dann gelandet. Ja, sehr gut. Segen. Ja, mach's gut. Gute. Ja, alles Liebe. Tschüss. Ich sage an dieser Stelle, wähle ich nochmals die Telefonnummer an. Sie können anrufen, etwas sagen, für was Sie dankbar sind. Kann verbunden sein mit Radio Horeb, aber vielleicht auch etwas, was Sie heute erlebt haben, wofür Sie dankbar sind. 089 517 008 008. Das ist die Telefonnummer direkt hier ins Studio. Heute Abend, Gott hört deinen Dank, bis 21.40 Uhr. Und ich darf aus Rees am Niederrhein Frau Jablonka ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott, Frau Jablonka. Grüß Gott, Herr Diakon Dilat. Ich möchte, ja, Ilona Jablonka haben Sie ja schon gesagt. Ich möchte Gott danken für Radio Horeb. Ich möchte Pfarrer Kocher danken und allen Priestern, die beim Radio Horeb ihren auch Dienst tun und die jetzt vor Ort sind, und natürlich auch allen Diakonen. Ich glaube, es sind so, ich kenne 4 von der Stimme her, vom Bild her nur 2. Und dann allen Gemeinschaften, die mitbeten im Radio oder die vorbeten, wo wir mit teilnehmen dürfen, und allen Mitarbeitern. Ich möchte Gott für Sie alle danken und möchte darum bitten, dass Gott das Radio oder alle Referenten, Pfarrer Kocher und alle Mitarbeiter segnet mit
Sie weiter den Dienst tun können. Sie haben 25 Jahre das Radio. Ich höre seit 24 Jahren die Heilige Messe, alle Gebetszeiten. Und ich bin unsagbar dankbar dafür. Und oft denke ich, ich hätte sonst gar keine Heilige Messe. Und alle Gebetszeiten, auch Gott hört dein Gebet, bedeuten mir persönlich sehr, sehr viel. Frau Jablonka, bringen wir die Dankbarkeit ins Gebet? Ja, ich würde gern auch ein Vater Unser mit Ihnen beten und gegrüßt seist du, Maria. Gerne. Ja, und ich möchte auch dafür danken, dass Sie in Kibio waren und uns innerlich mitgenommen haben, wobei ich umgekehrt sagen darf, ich und sicher ganz, ganz viele haben Sie auch begleitet. Ja, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Ohne das Gebet, ohne die Begleitung von den Hörerinnen und Hörern, würden diese Reisen nicht funktionieren. Und das heißt, ist mir sehr Dame bewusst. Nathalie, wie heißen die drei? Die drei Seherinnen, also die Nathalie, die lebt noch vor Ort. Ja. Und dann die Alfonsine, die ist in Italien, und die Marie-Claire, die ist beim Genozid gestorben. Ja. Also den dreien danken wir auch. Ja. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vergelt's Gott einen gesegneten dritten Adventssonntag. Segne's Gott Ihnen auch, Frau Jablonka. Danke. Und bis bald wieder. Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Bei Gott hört deinen Dank darf ich aus Meschede ganz herzlich Frau Bodemann begrüßen. Grüß Gott. Ja, grüß Gott, Herr lieber Diakon Wieland. Ich bin sehr glücklich, dass wir das Radio haben, dass wir zu der Familie dazugehören dürfen. Seit 20 Jahren sind wir treue Hörer und fühlen uns wirklich in dieser Familie total zu Hause. Und dafür gilt mein allergrößter Dank in erster Linie. Und es ist einfach wunderschön. Wir sehen jetzt den Pater Anton Lesser. Ich sitze mit meinem Mann hier auf dem Sofa und wir können sie übers Fernsehen sehen. Ja, sehr gut. Es ist einfach wunderschön. Die heiligen Messen, letztes Jahr Ostern, wir waren so glücklich und dankbar, Radio Horeb mit der Messe nach Hause zu bekommen. Das ist ein Geschenk, das können wir nicht in Worte fassen und es ist einfach wunderschön und wir sind jeden Donnerstag dabei. Und wir dürfen auch die Messen mit Pastor Bohnen erleben. Pater Anton Lesser ist so wunderbar mit seinen Exerzitien, die wir erleben durften. Wir wären nach Balderschwang gekommen zu Beginn der Pandemie im März. Und wir durften es dann alles über Livestream in Maria Schutz sehen und erleben. Und es ist einfach eine Familie, die sich vernetzt. Es ist wirklich, sie haben uns mit nach Kibeo genommen und unser Herz schlägt auch für Afrika. Und es ist eine Weltfamilie und dafür können wir Gott nur danken und loben und preisen. Und für Sie alle ein ewiges Vergelt's Gott für allen Dienst, den Sie tun. Danke Ihnen, Frau Bodemann. Jetzt bringen wir das auch ins Gebet. Jawohl. Ihre Dankbarkeit. Ja, das unter deinen Schutz und Schirm möchte ich gerne beten. Unter deinen Schutz und Schirm flehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Amen.
Frau Bodemann, viele Grüße an Ihren Mann im Hintergrund. Gottes Segen Ihnen beiden. Und ich freue mich, dass wir jetzt mal so verbunden sind über Radio und über Bild, sodass Sie einen Eindruck hier von Balderschwang bekommen. Alles Gute, Gottes Segen und einen gesegneten dritten Advent. Danke gleichfalls. Behüte Sie Gott. Ebenso. Und in der Sendung Gott hört deinen Dank geht es nach Magdeburg. Von dort begrüße ich Frau Niesner ganz herzlich. Grüß Gott, Frau Niesner. Grüß Gott, Herr Diakon. Ich möchte mich jetzt der Hörerin von eben anschließen. Alles, was sie sagte, das habe auch ich im Herzen. Und ich möchte sagen, wir haben auch das Radio schon sehr lange. Zuerst waren wir im Eichsfeld. Dort haben wir das kennengelernt, denn hier in Magdeburg war auch noch gar kein Sendemast. Es war alles sehr schwierig, aber das ist jetzt lange, lange vergessen. Wir sind ganz glücklich und dankbar, dass wir das Radio haben und auch immer mitbeten können. Und ja, einfach ein großes Geschenk für uns. Frau Niesner, das bringen wir auch ins Gebet, diese Dankbarkeit. Ja. Und natürlich von uns, Dankeschön, dass Sie mit dabei sind. Ich kann mich an die Anfänge vom Eichsfeld gut erinnern. Ja. Pater Paulus mit einem Rucksack auf dem Rücken, der von Familie zu Familie gezogen ist und Rosenkranz gebetet hat. Das waren abenteuerliche Zeiten. Ja, ja. Ja, was beten wir gemeinsam, Frau Niesner? Ja, ein kurzes Gebet möchte ich der Gottesmutter danken für alles. Und zwar, lass mich für alles, alles herzlich danken, mit inniger Liebe, Mutter, dich umranken. Was wären wir geworden ohne dich, die du für uns besorgt bist mütterlich, in großer Liebe uns an dich gekettet. Ich danke dir, will ewig dankbar sein und mich in Liebe ungeteilt dir weihen. Amen. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib. Ein herzliches Vergelt's Gott, Frau Niesner. Ihnen alles Gute, auch einen gesegneten dritten Advent nach Magdeburg. Ja, wünsche ich Ihnen allen und auch Vergelt's Gott für alles nochmal. Wiederhören. Aus Nürnberg darf ich Herrn Manfred Wiesener begrüßen. Ein herzliches Grüß Gott. Bei Gott hört deinen Dank. Schönen guten Abend. Guten Abend. Bin auch seit 2 Jahren fleißiger Radiohörer, Radio-Horeb-Hörer und finde es wunderbar, diesen Sender. Bin auch fleißige Spender schon, bin jetzt eingetreten auch, weil mich der Dr. Richard Kocher doch immer wieder ermahnt hat, doch mal ein bisschen was aufzuopfern für diesen Segen, was wir bekommen. Und möchte das auch mit einem Vater Unser gegrüßet, heißt du Maria, mit Ehre sei dem Vater. Gerne beten wir gemeinsam. Und ich bin so dankbar dafür. Vater uns im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Amen. Herr Wieland, ja? Ich danke Ihnen. Ich kann Sie endlich mal auch im Bild praktisch wahrnehmen. Und ich habe Sie so lange schon gelauscht. Und ich finde auch immer ganz schön Ihre Zeit vom Kipio aus. Und ich bin wirklich dankbar dafür. Und ich habe sehr tief in meinen Glauben reingefunden. Und ich danke auch dem ganzen Team von Radio Horeb. Und ich wünsche uns 100 Jahre. 100, 200 Jahre. Danke, danke. Danke alles Ihnen für Ihr Gebet und für Ihre Unterstützung auf jegliche Art und Weise. Bleiben Sie mit uns verbunden. Auf Gottes Segen. Fall. Gottes alles Segen. Gute. Wiederhören. Es geht nach München. Dort begrüße ich bei Gott hört deinen Dank jetzt Peter Wein. Ein herzliches Grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe mit sehr viel Interesse Ihre Sendung angehört. Und Herr Diakon, ich wollte nur eine Feststellung mitgeben. Also die Sache scheint sehr umkämpft zu sein. Es sind einige Irritationen, die da eben zum Ausdruck gekommen sind. Aber einer Ihrer Leute hat mal versucht, den Wort
das Wort Horeb zu deuten und ist auf folgenden Text gekommen: Hören, Orientierung, Rosenkranz, Eucharistie, betende Gemeinschaft. Das ist Horeb. Ach, sehr gut, das habe ich noch nicht gehört. Danke, dass Sie das weitergeben. Also das heißt Hören, ja. Orientierung, Rosenkranz, Eucharistie, betende Gemeinschaft. Und die betende Gemeinschaft, das sind wir heute Abend. Herr Wein, genau. Und können dann wir, meine Definition dazu heißt, höre oft Radio, ewig gültige Botschaft. Ja, auch großartig. Sehr gut. Und dann wollte ich Ihnen noch eins mitteilen. Der Auftrag von Radio Horeb heißt ja Leben mit Gott. Ja. Das heißt im Grunde Evangelisation. Und da habe ich folgenden Vers, kann ich Ihnen auch liedmäßig vorbringen. Gott braucht deine Hände, Gott braucht deine Füße, um durch dich sein Werk zu tun. Geh hin in Barmherzigkeit, mach Jünger für die Ewigkeit, bist du dazu bereit? Melodisch Amen. Heißt es, Gott braucht deine Hände, Gott braucht deine Füße, Gott braucht deine Lippen, um durch dich sein Werk zu tun. Geh hin in Barmherzigkeit, mach Jünger für die Ewigkeit, bist du dazu bereit? Amen, das nehme ich jetzt als Gebet, Herr Wein. Ja, als Gebet nehmen. Ich habe auch hier nochmal eins gefunden, in dem mit Gott fang an, da heißt es, du wohnst in Jesus Christus, o Geist des Verstandes und der Weisheit, o Geist des Rates und der Stärke, o Geist der Erkenntnis und der Furcht, wir erheben dich. Und das möchte ich als ein Dankgebet an Gott gerichtet sehen. Amen. Amen. Herr Wein, ein herzliches Vergelt's Gott für Ihren Anruf. Danke fürs Gebet, danke für das kreative Gebet vor allem. Und ich wünsche Ihnen einen gesegneten dritten Advent. Danke, das wünsche ich Ihnen auch, Herr Diakon. Alles Gute, wiederhören. Gottes Segen. Ich gebe Ihnen ein ewiges Vergelt's Gott. Das gebe ich zurück, Vergelt's Gott. Wiederhören. Danke. Ich darf aus Freiburg im Breisgau hier bei Gott hört deinen Dank ganz herzlich Schwester Deborah begrüßen. Grüß Gott. Grüß Gott, Diakon. Herr Diakon, ich sage auch, ich möchte mich einklinken in den großen Dank, was Sie leisten, das Radio Horeb. Ich bin auch fleißige Hörerin, fast Tag und Nacht, muss ich sagen. Wenn ich nicht schlafe, höre ich es auch. Und ich kann nur sagen, welchen Segen Sie damit an die Welt spenden, besonders jetzt in der Pandemiezeit, wo viele ältere Menschen mehr zur Kirche gehen konnten, viele andere auch junge Eltern mit Kindern und alles war gesperrt. Selbst wir auch konnten auch eine ganze Zeit kein Gottesdienst wahrnehmen im Schwesternkreis durch die Pandemie im Krankenhaus. Aber man hat es dann vermisst, sehr stark, weil man es einfach auch immer gewöhnt war oder man ist es einfach, gehört zum Tagesablauf. Und so haben wir dann auch immer über Radio, KTV und Horeb den Gottesdienst mitgefeiert. Aber es ist einfach ein Geschenk des Himmels, weltweit diese Sendung zu hören und wahrzunehmen. Und ich möchte es einfach auch in Dankgebet einschließen, indem dass ich das also Vater unser beten möchte, das Ave Maria und das Ehre sei dem Vater. Gerne, Schwester Deborah. Beginnen Sie? Ja, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Schwester Deborah, Gottes Segen Ihnen, einen gesegneten dritten Advent Ihnen und Ihrer ganzen Schwesterngemeinschaft. Das wünsche ich Ihnen auch, Ihrem ganzen Radio Horeb. Danke. Vergelt's Gott. Wieder. Ja, Segen wird. Bei Gott hört dein Dank, ruft jemand an aus Niederje. So steht's bei mir im Programm. Ich darf Sie auf der Liste. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ich habe ein sehr, sehr schönes Gebet, was mich sehr berührt hat. Ja. Also eine Frau, die betet, fragt Gott: Wer bist du, Gott? Er antwortete: Ich bin, der ich bin. Aber wer ist ich, der ich bin? Fragte sie. Er erwiderte: Ich bin Liebe, ich bin Frieden, ich bin Freude, ich bin Macht, ich bin Sicherheit, ich bin Stärke, ich bin Tröster, ich bin Schöpfer, ich bin Anfang und Ende. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mit Tränen in den Augen sah die Frau den Himmel und sagte: Jetzt verstehe ich. Aber wer bin ich? Gott wischte zärtlich die Tränen aus ihren Augen und flüsterte: Du bist mein. Amen. Ein herzliches Vergelt's Gott für dieses Gesprächsgebet. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen. Ich muss noch was sagen. Ja, dürfen Sie noch kurz. Ja. Nur ganz, ganz kurz. Also dieses Gebet, was sehr schön ist. Ich habe auch tiefen Bezug zu Gott. Ich danke Gott für alles. Aber ich habe jetzt doch ein ganz kurzes Anliegen. Denn ich bin unglaublich schwer krank seit Jahren. Kann mich fast nicht mehr bewegen. Habe so großes Leiden, wie wahrscheinlich wenig Menschen überhaupt aushalten können. Und ich brauche so dringend Hilfe im Haushalt, Hilfe in Pflege. Mein Mann verkraftet es nicht mehr. Und ich könnte eine Sendung machen, wo ich so unendlich traurig bin, wie die Not der kranken Menschen. Ich bin nicht nur Einzelschicksal. Ich habe mich für diese Menschen eingesetzt, also früher, sondern alle möglichen. Und da möchte ich einfach eigentlich auch einmal, dass darüber Radio Horeb gesprochen wird. Und ich bitte einfach auch, für mich zu beten, also dass ich Hilfe wirklich im Haushalt bekomme, dass ich Hilfe auch bei der Pflege, wie das überhaupt weitergeht und was ich da alles schon erlebt habe, ist so unendlich traurig. Ich würde Sie bitten, dass Sie dranbleiben, also einfach am Radio nachher weiter mithören. Ich spreche gleich den Segen um 21.40 Uhr und dann nehme ich Sie ganz besonders mit hinein, segne Sie und ich gebe Ihre Anregung natürlich auch weiter an die andere Redaktion, dass wir darüber mal noch in der Sendung Lebenshilfe morgens um 10 Uhr darüber berichten. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, alles Gute und einen gesegneten dritten Advent und nehmen Sie den Segen für sich in Anspruch, den ich nachher gleich spreche. Alles Gute Ihnen. Wiederhören. Und jetzt begrüße ich in der Sendung, Gott hört deinen Dank, Frau Neumann aus Karl-Massing. Das ist in der Nähe von Regensburg. Grüß Gott, Frau Neumann. Grüß Gott, Herr Diakon Wieland. Ich möchte einfach Danke sagen, dass es Radio Horeb gibt. Es gibt mir so viel Kraft und dann mein Dank ich danke Gott einfach dafür, dass er mich berufen hat, ehrenamtlich im Team Deutschland mitzuarbeiten. Es war wirklich Fügung. Ich konnte nicht anders, als einfach Ja zu sagen. Und ich möchte auch der Mutter Gottes ganz herzlichen Dank sagen, die mich dahin geführt hat. Und da möchte ich jetzt ein Gebet sprechen. Gerne. O meine Gebieterin, o meine Mutter, dir bringe ich mich ganz dar. Und um dir meine Hingabe zu bezeugen, weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar. Weil ich also dir gehöre, o gute Mutter, bewahre mich, beschütze mich als dein Gut und Eigentum. Amen. Amen.
Frau Neumann, ein herzliches Vergelt's Gott für Ihr Gebet, auch für Ihre Unterstützung im Team Deutschland. Wir brauchen nach wie vor auch noch Leute, die da mit dabei sind. Und ich wünsche Ihnen auf allen Wegen, wo Sie unterwegs sind, im Namen auch von Radio Horeb, Gottes Segen, ein herzliches Vergelt's Gott, einen gesegneten dritten Advent. Danke, ich sage auch herzliches Vergelt's Gott für Ihre Arbeit. Wiederhören. Wiederhören. Jetzt sehen wir noch eine letzte Hörerin mit rein, denn in wenigen Augenblicken ist es 21.40 Uhr. Dann beten wir das Nachtgebet der Kirche, die komplett. Ich darf aus Sasbach Schwester Margitta ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott, Schwester Margitta. Meine allerherzlichen Glück und Segenswünsche für Ihr Jubiläum. Und ich grüße und danke allen Mitarbeitern von Horeb und alle Ehrenamtlichen. Und ich möchte sagen, ich bin seit 2007, höre ich, damals noch über Fernsehen und jetzt natürlich über Radio und konnte auch schon einige Radios verlinken, weitergeben an meine Mitschwestern und aber auch an Patienten, wo ich früher in der Gemeinde tätig war und die sehr dankbar sind. Und ich finde es auch ganz, ganz wunderbar, was ich so höre, dass sie in Gefängnissen Radio hören können, Krankenhäuser und so weiter. Es ist ein ganz, ganz großer Segen. Also ich habe am meisten die Spiritualitätssendung, nur morgens 5 Uhr, am 5 Uhr und dann mit dem Rosenkranz dabei und dann am Abend kann ich abschließen mit der Komplett. Untertags habe ich wenig Zeit dazu, aber vielleicht nachts, wenn ich wach werde. Aber ich möchte auch ganz, ganz herzlich Dank sagen und ja. Danke für Ihr Gebet, Schwester Margitta. Weiterhin Segen werden. Ja, und jetzt beten wir noch gemeinsam am Schluss. Ich hätte eigentlich gern das Magnificat, aber wenn das noch reicht. Ja, wir können gerne noch das Magnificat beten. Ja. Ich schlage das gerade noch auf im Gotteslob. Muss ich gerade noch nachschlagen, wo ich es habe, damit wir das auch richtig beten können. Ja, beginnen Sie. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt große Taten. Er zerstreut. Bin ich ein bisschen aufgerichtet. Kein Problem. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden besenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen. Dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja, Schwester Margitta. Ja, Ihnen vielen, vielen Dank. Alles Gute, Gottes Segen. Gottes Segen auch für euch weiterhin. Wieder. Wirklich zum Segen werden für die ganze Welt. Dankeschön. Sonst auch in Deutschland. Ja, danke. Wieder. Guter Gott, wir danken dir für diese Zeit, indem wir mit dir voll Dankbarkeit verbunden sind. Danke sagen in deiner Gegenwart. Ein Geschenk, etwas Kostbares. Wir danken dir für alle, die mit uns im Gebet verbunden sind und stellen sie unter deinen Schutz und Segen. Und so segne sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und alle, die mit ihnen in Liebe verbunden sind, auf die Fürsprache der Mutter des Wortes aus Gibeo, der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jetzt gleich im Anschluss beten wir das Nachtgebet der Kirche, die komplett. Dazu wird Pater Anton Lesser hier bei mir im Studio sein. Also noch nicht abschalten, dranbleiben. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns verbunden sind im Nachtgebet der Kirche. Ich darf noch darauf hinweisen, mit Ihren Spenden ist es zum Beispiel auch möglich, dass wir eine Seelsorge-Hotline haben. Also jeden Tag unter der Woche sind Seelsorger hinter den Kulissen bei Radio Horeb erreichbar. Unter dem Seelsorgetelefon, da können Sie anrufen und ein persönliches Seelsorgegespräch haben, wenn Sie etwas drückt oder wenn Sie mit jemandem gemeinsam beten wollen. Das ist möglich,
weil Sie uns finanziell unterstützen, weil Sie uns im Gebet unterstützen. Denn dazu braucht es eine große Logistik, dazu braucht es eine gute Vorbereitung. Das können wir hier bei Radio Horeb leisten durch Ihre Unterstützung. Ein herzliches Vergelt's Gott an dieser Stelle. Und jetzt gleich beten wir die Komplett hier bei Radio Horeb. Bleiben Sie also dran.